So, eins der Boxen werde ich jetzt öffnen. Das ist vom William Birkin und schon weiterentwickelt. Das ist auch so wie beim Spiel die A- und B-Version. Und da ist er schon weit entwickelt. Ich habe hier schon ein bisschen eingeschnitten. Das sieht man auch nochmal von hinten, wie er aussieht. Jetzt schauen wir mal, wie die ganzen Miniaturen aussehen. So, jetzt gucken wir mal schnell rein. Einmal das Heftchen. Was haben wir da drin? Das sieht man auch wie im Spiel. Das sieht da schon ziemlich gleich aus. Hier nochmal das Spielfeld und der Endgegner. Ja, und hier ist er schon als Miniatur. Viel größer sieht man schon den Unterschied zu der kleinen Figur. Und dann zum Endgegner, so sah er aus in dem Zug, wo man das eigentlich gar nicht sehen konnte. Können wir das so rausholen? Das wie in den anderen. Ups. In der Box einmal die Karten. Die habe ich noch nicht geöffnet. Auch nicht bei den anderen Boxen. Sind auch alle auf Englisch. Und jetzt die Miniatur. Oh, da ist schon was ab. Oh je, das ist auch noch abgebrochen. Also so groß wie meine Handfläche, könnte man sagen.